Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play, dem Minecraft-Battle. Ja, wir sind immer noch in der Höhle. Wir sind immer noch hier auf der Suche nach den Diamanten, Eisen, Kohle haben wir ja jetzt. Da sind ja unsere Kinderschuhprobleme gelöst worden. Zum Glück, muss man sagen. Ich stoß gerade mit meiner Brille ans Mikrofon. Dinge, die passieren. Okay, langsam wird das mit dem Hunger auch blöd. Da hätte ich vielleicht ein bisschen Essen haben sollen, weil ich mag den Hunger in Minecraft doch tatsächlich nicht. Ein paar Zombies wären echt gut gerade, weil da könnte ich Essen mitmachen halt. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Ich meine, hier habe ich Essen. Äpfel, Granny Smith. Aber bringt mir halt nichts. Kann ich hier nicht ins Spiel transferieren. Das wäre es auch, wenn man sowas machen könnte. Gäbe bestimmt doch so den einen oder anderen Exploiter dafür. Wohl. Nee. Wenn da Redstone ist, dann mache ich da keine Seitenbohrung. Außerdem habe ich genügend Redstone. So, was wollen wir jetzt denn jetzt sagen? Ich bin halt nicht so, ich brauche immer Spiele mit Story. Ist das Problem. Ist das Minecraft Battle jetzt nicht gerade so? Ist natürlich immer ein Problem. Aber was soll's? Alter, ist hier plötzlich viel Eisen. Aber halt gar nichts zu essen. Ist das Problem. Und mit gar nichts meine ich tatsächlich auch null. Und so viel haben wir nicht mehr. Ich glaube, wenn wir kein Essen mehr haben, geht die Gesundheit runter. Nur dann haben wir ja verloren. Wenn wir mit einem halben Herzen in den Kampf gehen. So, ich will Diamanten haben. Das ist mein Ziel. Das ist mein Begehr. Machen wir mal kurz ein paar neue Fackelchen, damit ich, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Nicht knapp bei Kasse bin. Ich mache diesen Gang jetzt auch nur so weit, bis meine Spitzhacke kaputt ist. Das ist natürlich auch meine Luxus-Spitzhacke mit Eisen. Strip Mining.
Ich habe eine Idee. Kann das funktionieren? Mist. Also war übrigens das Ende der Karte, ne? Das ist ganz lustig. kann ich einen Apfel essen auf eurem Rucksack? Mensch isst viel Obst und Gemüse. Falls man es noch nicht mitbekommen hat. Bananen esse ich liebend gerne. Oh. Äpfel. Birnen. Oh, lecker Birnen. Erdbeeren. Klar, die mag jeder. So ein Kram wie eh. Ist immer noch nicht fertig gebrannt? Wie viel Eisen habe ich? Ja, 8, 16. So. Was habe ich denn? Ich habe die Hosen noch nicht. Ich habe noch keine Hosen an. Eine Beziehung oder was? Hut. Habe ich 5 Eisen für. Habe ich. Wie geht das? So geht das. So. Also ein Dia-Schwert. Wäre schon der Knüller. Eisen ist okay. Aber gibt besseres. Meine Rüstung ist ja eh komplett, von daher. Ist das hier ja egal. Stört euch ja nicht, wenn ich Äpfel esse, ne? Oh, 42. Okay. Das ist jetzt scheiße. Und frag mich halt, wie der da hinkommt. Ich werde sterben. Ha! Was? Ach so, ich habe keinen Hunger. Natürlich. Jetzt beginnt die schwere Phase natürlich. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob diese Idee funktioniert. Licht. So, wenn ich jetzt, da habe ich ja
So. Nein. Ich bin sowas von tot. Weizen ist noch nicht fertig. Und jetzt kann ich nichts mehr machen, außer warten. Doch. Jetzt kann ich abbauen. Ohne Reue. Weil wenn ich jetzt abbaue, kann ich keine Energie mehr verschwenden. Wenn ich sterbe, naja. Dann ist das halt so. Das heißt, ich muss jetzt. Meine einzige Chance ist es. Meine einzige Chance ist es. Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Ich bin verhungert. Oh nein. Warte, gib mir den Button. You were moved. Hallo, Radwa. Guten Tag. Warum bist du denn verhungert, ey? Alter, ich guck mir gerade so durch, was das für Leute sind. Guck auf Radwa, puff, fällt er um. Alter, was ist das hier für eine Runde? Wann war verhungert? Exe tut den Diamanten verbrennen. Goom hat seine Dia-Brustplatte weggeschmissen. Warum bist du denn verhungert? Über dir war sau viel Essen, ey. Das ist doch eine Tierung geworden. Über mir? Über mir war nix. Oder? Auf der Map? Also, ich war nie oben. Oh. Alter, Goom hat keine Dia-Brustplatte mehr an. Warum auch immer? Der hatte vorher so eine Dia-Brust. Ja. Bist du, jetzt, Alter, der lässt sich gerade vom. Aber ich wusste nicht, dass man durch Hunger komplett sterben kann. Ja, doch, schon. Bist du Game Mode 3? Was? Spectator. Nee, ich bin hier rum. Ah, jetzt schon. Ey, das ist geil. Super. Exe, Kevin und. Alter, okay, Schwede. Schlimm, klar. Leute, schlimm. Oh, der hat ein Diaschwert und voll verzauberte Eisenrüstung, der Herr Kevin Horst. Oh, das ist klar. Ja, der hat sich. Ja, warte. Der verzaubert jetzt sein Diaschwert. Aber das ist doch neu, dass man durch Hunger komplett sterben kann. Oh, Exe kämpft mit einem Enderman und verreckt. Nee, schade. Noch ne. Ich dachte, der verreckt jetzt. Weißt du, ich weiß... Er hat aber nur noch Half-Life, jetzt baut er sich ein. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich vorher beobachtet habt. Manchmal, ja. Also teilweise, ja. In meinem letzten Versuch, dass ich tatsächlich versucht habe unter der Erde, Ja, ich hab's gesehen. Die Idee war nicht schlecht. Alter, muss ich mal sagen. Ich hab den Zaubertisch, den Goom hätte ich, glaube... Momentan ist Goom ja noch besiegbar, weißt du? Ich hätte Goom... wäre noch unbesiegbarer gewesen, weil der hat 18 Dias insgesamt, weil er sich die Random Drops geholt hat, wo 9 Dias sind. Ich habe aus Versehen vergessen, mir den Tisch wieder mitzunehmen in den heiligen Tempel des Klee und da hat er mich dann umgebracht. Ah. Weil er hatte diese Dia-Brustplatte, aber ich war auch völlig bescheuert. Ich habe irgendwie nie auf die Reihe gekriegt zu kämpfen. Ich habe Ewigkeiten ja nicht mehr Minecraft vorher gespielt. In PvP-Situation völlig verkackt. Ja, ich sag ja, PvP-Situation völlig adrenalinbefreit. Wird wieder Zeit für Rocket League, ja. Aber, Spaß. Ja, nee, aber ganz im Ernst.
Jetzt hat er, dadurch, dass er meine Besen gefunden hat, fehlt ihm der Verzauberungstisch. Der hat dort Bücher und hätte gut verzaubern können. Ich wollte eigentlich meinen Bogen verzaubern, auf Flamme oder irgendwas vielleicht kriegen. Ja, der hat die ganzen Bücher abgebaut, aber den Zaubertisch halt nicht. Oh nee, nee, hat ja nicht mal alle Bücher abgebaut. Naja, aber ein paar hat er abgebaut auf jeden Fall. Und ich habe das heilige Wort des Klees aufgenommen. Mit dem heiligen Klee unser. Und mit dieser wunderschönen Aussicht auf unseren Kevin Horst. Ey! Er beschmeißt mich mit Spitzhacken. Ja, stimmt. Der wäre so geil gewesen, wenn er jetzt sein Diaschwert... Warum hat er denn sein Eisenschwert verzaubert, wenn er ein Diaschwert hat, was er verzaubern kann? Aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn du mehrere Eisenschwerter verzauberst und die im Amboss zusammenkraftest, du ein stärkeres Schwert hast, als wenn du nur immer Dia verzauberst, du Depp. Aber wenn du Dia auf Schärfe 5 verzauberst... Ja, also genau. Sowas bin ich, ohne Bücher. Ich im Leben du nicht blind, gekommen. Du Typ. Hallo, du kannst maximal bis Level 3 verzaubern. Ja, musst du machen wie mit den ohne Bücher. Das ist zwar ein bisschen ohne Bücher. Ja. Ohne Bücher, der hat wahrscheinlich nicht so viele Dias. Du, der hat mal ein Eisenschwert hochverzaubert. Du bist echt Noob, ey. Nicht? Ich hatte das Gefühl, es gibt auf dieser Karte keine Diamanten. Wirklich. Ja, das hat Exe auch behauptet. Aber bis er sich da alle zusammengecraftet hat, hat er auch ein Diaschwert auf Schärfe 1 verzaubert. Das ist auch stark. Aber nicht so stark wie in Eisenschwert. Ja, aber er muss ja nicht mit spekulieren, dass die anderen das auch so haben. Haben sie ja nicht. Ja. Exe, du gerade bei unseren Kreise. Was hat denn Gumso im Ofen? Eisen? Fleisch? Ja, gut, ihr habt dich aber essen. Euch nicht über die Sachen gewundert, die ich gemacht habe? Nee, nee, gar nicht so. Über was hätten wir uns wundern sollen? Typische Kevin-Sachen halt. Warum ich mir Steine schmelze? Nö, das war eigentlich wahrscheinlich für XP oder für Zugbauen. Ja, so. Nee, eigentlich wollte ich die für mein Haus an der Oberfläche machen. Ja. Das, damit das Alter, schöner aussieht. Alter, ist Kevin Horst gerade in der Nähe vom Tempel des Klee? Ja, ist er. Alter, wenn der jetzt mal umgeht, muss er auch beten gehen. Ja, aber der wird das nicht verstehen wahrscheinlich. Ja, ist es ja. Vor allem, dort sind immer noch 10 Bücher. Und die Kisten. Weißt du, was ich noch hatte, Alter? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was war das? Ein Dia auf jeden Fall? Ich hatte 2 Dias. Sogar 2 Dia. Also ich hatte einen Erz und den Dia gehabt. Dia, Erz und normalen Dia. Ja. Weißt du, was ich gesucht habe eigentlich? Was? Mein Plan war ja so, ich hab eine Pferderüstung gehabt und ich hatte einen Sattel. Und ich hatte einen Haufen Knochen. Ich habe darauf gehofft, mir eine Hundearmee aufzubauen. Ach du Scheiße. Waren aber glaube ich keine auf der Map. Was? Hunde. Achso, nee, das ist random, die können hier überall spawnen. Ja, ich glaube aber es waren keine da. Das ist scheißegal, Kevin ich bin noch ziemlich, ist eine ziemliche Rich Bitch, muss ich dazu sagen. Er hat sich jetzt eine Diamantspitzhacke verzaubert und hat ein Schwert gehabt. Und hat noch einen Zaubertisch gebaut. Also der hatte mindestens 7 Diamanten. Ja, der hat den extra gemacht, der hat die ganze Zeit geformt. Ne, hat er ja noch nicht. Also, mehr. Das stimmt schade. Ja nicht, der war ja zwischenzeitlich auch oben. Du hast echt recht, der ist echt Kinder. Wo Hunde wären schön gewesen. Ich war wirklich der Einzige, der die ganze Zeit unten war? Nein. Ah, ich hab schon mich schon gewundert. Nee, die ganze Zeit oben? Ja, das ist richtig. Ja, Truma hat ja auch richtig reingehauen. Hat recht, das sind wirklich keine Hunde. Schade. Es wäre aber mein Plan gewesen, mir eine Hundearmee auf. Ich hätte ja bloß 2 gebraucht, dann hätte ich die einfach so. Ah, hier ist meine Höhle. Ganz ehrlich, da hätte keiner mal was gegen mich gemacht. Wenn ich mit meiner eigenen Armee angekommen wäre. Meinem eigenen kleinen Rudel. Jetzt aber es ist okay, ist leider kein Pferd auf dem Maps, wie ich gerade sehe. Aber also in meiner Ecke irgendwo waren Pferde. Ach so. Naja, wie gesagt, ein Pferd wäre auch übelst gewesen. Weißt du, so ein. Du hast ja eigentlich schon fast doppeltes Leben dadurch. Ja, hast du ja auch. Wenn du und also ein richtig geiles Schwert. Schwert. Ein richtig geiles Pferd. Lol. Er brennt halt erstmal ab. Wer denn? Exe? Kevin Horst. Achso. Das ist natürlich ärgerlich. Wer eigentlich mein Weizen unter der Erde. Auch nur noch 2 Dias. Wer mein. Ja. Weizen unter der Erde eigentlich von selbst gewachsen? Nö, ne? Was? Ob mein Weizen unter der Erde überhaupt von selbst gewachsen wäre? Ja, doch. Weißt du, war immer noch, wie Johanni gestorben ist. Wieso was? Ich hab das nur mitbekommen, Schwerkraft. Der ist auf den Berg geklettert, ist runtergehüpft, beziehungsweise runtergefallen, dann ist er nochmal hochgeklettert und dann ist er wieder runtergehüpft und ist dabei gestorben, weil er halt nicht mehr so viel Leben hatte. Ich sehe keine Pferde. Leck. Ja. Natürlich. Regnet wieder. Nee. Aber wahrscheinlich, weil ich gerade über dem vielleicht rumschwebe und dadurch die Map neu lade. So, wie kann ich jetzt eigentlich hier die Spieler suchen? Mittlere Maustaste drücken und dann auf Teleport to Player. Ich habe kein Pferd gesehen. Dann den Spieler auswählen. Okay.
Ja, ich bin der Meinung, dass ich beim World Edition irgendwo in der Ecke irgendwo da... Nee, da waren die nur drei. Oh, der hat zwei Dias jetzt wieder gefunden, Kevin Horst. Ah. Und, oh, der hat noch mehr gefunden. Der Lacker. Alter, was die für Sachen haben. Kevin Horst hat jetzt nochmal sechs Diamanten gefunden. Nice one. Mann, Rich Bitch. Echt so. Dem haben sie echt hier... Oh, ich tue die ganze Zeit auf, den fällt mir gerade auf. Ja, ich nehme auch noch tatsächlich auf. Ah, hier ist ja noch eine geile... Ja, du kannst auch noch außen öffnen. Ja. Ja. Oh, nochmal das Eisen, ey. Oh, okay, Exe fährt wieder die interessante Strategie. Ich laber meine Gegner so lange voll, bis die dann mich nicht mehr ernst nehmen. Also so wie immer? Also Exe... so wie immer, ja. Ja, das ist das Schlimme. Exe hat wirklich... Am Ende hat er wieder Schwein, dass der irgendwie gut trifft oder rumleckt. Das kann man ihm leider nicht... Ich muss sagen, das ist eine... Bären, aber das macht er wirklich... Ich frage mich halt, wieso hat der so viel mehr Glück beim Strip-Mining wie ich? Wer? Er hat auch kein Glück gehabt. Nee. Nicht? Aber der hat doch Diamanten überhaupt gefunden. Kevin Horst hat schon wieder Dias. Ist Alter, das... hat er X-Ray an, Alter? Nee, der läuft einfach eine Höhle lang und das sind die halt. Mein PC ist im Arsch super, ja. Liegt ja auch an Ach nee, uns, scheiße, ne? Das mach ich nicht. Ich wollte gerade schreiben, Kevin, du Dia-Trüffelschwein. Nee, aber das lässt du mal lieber. Kannst du whispern? Alter, kannst der hat den... Die geht whispern, weh, ne? Slash W. Achso. Slash W. Kevin, ne? Oder was muss ich eingeben? Kevin Horst, ne? Kevin Horst. Kannst du auch Tab dann drücken, wenn du Kev eingegeben hast. Sollte auch funktionieren. Nee, geht, ne? Slash W, Kev. Oder mach Slash MSG, das ist noch besser. Keine Ahnung, was du willst. Kann man sich sein Inventar angucken? Nee. Wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr was? Wartet mal ganz kurz. So. Ich bin jetzt mal ein bisschen Arschloch. Okay, Slash MSG funktioniert channel. Nicht. Huch. Warte, geht bei dem mit den Channel rein. Ach so. Slash. Okay, Whisper geht nicht. Whisper. Na, Whisper geht auch nicht, warum auch nicht. Warum auch immer nicht, aber es geht nicht. Wir haben ziemlich krassen Stuff hier. Naja. Alter, der hat verzauberte Dia-Rüstung. Lass mal morgen bei Microsoft angucken, was der Scheiß soll. Wäre ich mal in die Oberfläche gegangen. Ja, da hättest du richtig geilen Stuff gefunden. Ja gut, zu diesen Hotspots wäre ich nicht gegangen. Hätte ich mir im Leben nicht getraut, aber ich hätte mir ja Essen holen können. Warum hat er die Balls gehabt und hat dann dementsprechend auch die Ausrüstung. Ja, Oberfläche waren eigentlich ziemlich viele Truhen mit Essen drin, ne? Extra für euch. Ja, sowas hätte ich im Leben nicht gefunden. Schweine hätten mir gereicht. Eine Truhe, die haben meistens eine Fackel dabei gehabt. Die hättest du schon gefunden. Also nicht eine Fackel, aber eine Redstone-Fackel, denn die macht ja auch ein bisschen Licht nachts. Weißt du, und ich wollte mein kleines Häuschen mit Falle bauen, dass ich da Exe reinlocke. Ja. Bei Exe traue ich das zu, dass er, ich hätte mir so gedacht, so eine typische Sandfalle. Bei Exe traue ich das zu. Oh, schon wieder Dias. Er hat schon wieder Dias gefunden. Was ist denn das für ein Lackschwein? Kann doch nicht sein. Okay, Exe, ich glaube Exe verliert das Ding. Das macht er nicht diesmal. Ja, ich weiß, also ich habe auch schon währenddessen darüber geredet, Goom und... Kevin scheint ja doch deutlich bessere Minecraft-Spieler zu sein. Was, Kevin und was? Kevin und Goom. Ja. Scheint deutlich bessere Minecraft-Spieler zu sein. Ja, vor allen Dingen so Revival-PvP wahrscheinlich. Mhm. User joined your channel. So, bin ich wieder da. Also ich kann Creative. So, und ciao Leute erstmal. Ich mach vielleicht noch eine kleine Sonderfolge. Ach ja, ich könnte auch meine Folge beenden dann. Tschüss.